Ich sehe es auch so, dass wir hinten schon auch trotz der Neuausrichtung eine große Stabilität erreicht haben. Wir müssen vorne daran arbeiten, mehr Druck und mehr Zug zum Tor auszuüben. Was wir brauchen, ist Entschlossenheit und Mut. Also mit einer Fehlerminimierung werden wir jetzt ab jetzt in dem Turnier die Spiele nicht gestalten können. Ja, wir brauchen schon Entschlossenheit. Aber das wissen die Spielerinnen auch schon. Also die Halle ist ausverkauft. Ich denke, morgen wird eine bombastische Stimmung sein. Und wir Spieler freuen uns natürlich auch drauf und sind schon ganz heiß und wollen natürlich auch unsere Leistung abliefern. Also ich glaube, es geht noch nicht mal so sehr jetzt um den Gruppensieg, sondern einfach um diese zwei Punkte, die wir auch noch haben wollen, um dem Publikum zu zeigen, dass nach vorne auch schon besser laufen wird und fürs Selbstvertrauen einfach. Wenn man sich die Gruppenkonstellation bei uns anguckt, sind wir gut beraten, ein oder zwei Punkte zu holen, damit wir im Achtelfinale gegen vermeintlich schwächere Gegner spielen. Wer verliert schon gerne gegen seinen Nachbarn? Ne?